Hello again, happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, und jetzt haben wir ja in den letzten Orakeln einiges erfahren dürfen, können, sollen, müssen, wie auch immer. Und ja, für den einen oder anderen war halt was dabei, für den einen oder anderen wiederum nicht. Wichtig ist halt immer, was du für dich mitnimmst, was für dich und deine Situation stimmig ist. Und das hängt immer davon ab, wie sehr du die Situation reflektierst, beziehungsweise wie ehrlich du zu dir selber bist auch, ne? Ehrlich zu sich selber zu sein, ist natürlich eines auch der allerhöchsten Herausforderungen in eines jedem Lebens. Oh mein Gott, es geht schon wieder los. Jeder, ne, die Herausforderung der eigenen Reflexion oder die eigene Reflexion beziehungsweise die ehrlich zu sich selber zu sein, ist eines der größten Herausforderungen für jeden von uns, für jeden einzelnen Menschen. Und dieser Bewusstseinsgrad der Wahrheit zu sich selber, der Selbstreflexion, ist natürlich bei jedem verschieden, ne? Der eine ist ein bisschen weiter, der andere ist nicht so weit. Wichtig ist aber immer, dass du weißt, dass du immer die Botschaften bekommst, die für dich aktuell zu deinem jetzigen Bewusstseinszustand richtig sind, ne? Und so geht es halt schrittweise weiter in jedem Leben einer Seele. Und jeder bekommt halt, wie gesagt, immer diese Impulse und Informationen, die für ihn jetzt aktuell richtig und wichtig sind. Ja, und vor lauter habe ich jetzt schon wieder vergessen, was für ein Orakel ich eigentlich machen wollte. Und weil ich es halt einfach nicht weiß, ist es auch gar nicht schlimm. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal die Karten fallen und schaue, um wen oder was es überhaupt geht. So, jetzt nehme ich mal hier die Karten. Okay, da geht es um eine Liebesverbindung, ein Date oder eine Verbundenheit zu irgendeinem Menschen, dein Seelenpartner, was zwar sehr schön ist, aber für dich noch nicht abgeschlossen ist, beziehungsweise so ist, wie du es gerne hättest. Und deswegen geht es auch um eine Veränderung. Und ich würde mal sagen, dass diese Veränderung schon sehr, sehr lange anhält und diese Veränderung auch sehr, sehr wichtig ist, um deinen Herzschmerz zu heilen, den du in dir drinne hast. So, aber wir wollen ja noch weiter und tiefer gehen. Schau, da legst du dich sogar selber ins Bild. Ja, hier kommt schon wieder auf jeden Fall sehr viel Sinn rein, weil, ja, es ist halt traumhaft, wie Karten miteinander sprechen. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, wie schön und harmonisch die Karten miteinander sprechen. Weil, so, wir haben erstmal dich hier im Kartenbild, also es geht halt in allererster Linie um dich. Es kann natürlich auch sein, dass die Rollen vertauscht sind und dass es hier um ihn geht, ne? Das kann natürlich auch sein. Du musst dich da halt einfach reinfühlen. Ja. Da haben wir hier ein, ne, da hast du jemanden kennengelernt, du hast dich verlieben gelernt und hattet hier auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit auch, ne? Aber ich meine halt auch, dass man zu sehr auf diese schöne Zeit fixiert war oder fokussiert war. Und sich hat aber auch davon leiten lassen. Ne? Das heißt, man war nicht wirklich bei sich selber innerlich fest im Sattel,
sondern man hat sich auf den anderen eingelassen und hat halt einfach mit dem anderen eine schöne Zeit erlebt und womöglich auch gehofft, dass durch oder mit dem anderen es auch irgendwo immer schön bleibt, ohne etwas dafür selber zu tun. Es ist eine ganz wichtige, noch ein wichtiger Impuls nebenbei, weil die 9 der Kelche, ich weiß, viele deuten die Karte anders, ich deute sie immer und so hat es bis jetzt auch immer gepasst in meinen Orakeln oder Kartenlegungen, dass die 9 der Kelche immer eine Karte der Komfortzone war. Natürlich kommt es auch immer darauf an, in welcher Konstellation die Karten sind, logischerweise. Aber es ist dennoch immer wieder eine Karte der Unvollkommenheit. Und jetzt scheint es halt hier so in dieser Konstellation, dass man sich hier irgendwo auch in einem Kreis dreht, ne? Weil man schaut hier, also du schaust hier auf die positiven Veränderungen oder auf diese auf die glückseligen Veränderungen durch diesen Menschen, durch diesen Seelenpartner, Herzensmenschen. Aber man ist auch in einer Komfortzone geblieben. Das heißt, entweder bist du stehen geblieben und wolltest einfach nur noch eine schöne Zeit haben und hast immer nur, ne, das, was halt sich schön anfühlt, genommen und das, was ungemütlich wurde, da hat man dann keinen Bock drauf gehabt, ne? Und das ist so diese Komfortzone. Also alles, was schön ist, das nehme ich gerne, gut und gerne. Aber alles, was nach Arbeit riecht oder verwandt, also ne, alles, was halt anstrengend ist, anstrengend scheint, habe ich halt keinen Bock drauf, ne? Und ich sage das deshalb so abwertend, weil es ist eine selbstabwertende Energie. Im Außen sieht es so aus, wie wenn jemand faul ist, wie wenn jemand bequem ist. Und so scheint es zumindest auch. Aber hier geht es um eine Seele, die ein sehr starkes Loch hat, wie wir hier schon sehen, nämlich um tiefe Verletzungen. Das, hier kann nichts fließen. Man wünscht sich zwar die Liebe, Treffen, Dates und das Verliebtsein, was ja auch hier stattgefunden hat, aber man kann nicht weitergehen, man kann nichts geben sozusagen. Genau, jetzt kommt das passende Wort rein, weil diese Komfortzone ist immer eine nehmende Zone, eine nehmende Energie. Oder es ist diese Energie, man gibt und gibt und gibt, aber nur scheinbar, weil man gibt nur, um etwas zu bekommen, weil man hier in dieser Energie nicht wirklich geben kann. Das Herz ist verschnürt, da kann gar nichts mehr fließen an Gefühl, an Liebe, an Emotion. Das heißt, man ist dadurch in einer emotionalen Komfortzone. Das heißt, man ist faul. Also man scheint faul im Außen, aber man ist es ja nicht wirklich, sondern man kennt es halt auch nicht anders, ne? Man kann sich einfach nicht bewegen, je nachdem, wann und wo dieser Herzschmerz stattgefunden hat. Und deswegen sieht man hier ganz deutlich, dass, ne, wenn es dann hier schön ist oder schön wird, dann passiert hier wieder so ein Cut, ne? Sondern dann reißt wieder in diese Verbesserung, in diese Veränderung, reißt ein Cut ein und dann war es das auch schon wieder und dann ist erstmal wieder ein Cut drinnen, ne? Und das ist so dieses Auf und Ab in dieser Verbindung, ne? Man sieht es auch hier. Erst kommen Verabredungen, man trifft sich wieder, es ist sehr, sehr schön, wunderschön. Und dann könnte es vermeintlich besser werden, sich verändern sozusagen, aber du blockierst es hier mit deinem Herzschmerz. Da kann nichts fließen, also kann sich auch hier nichts verändern und nicht verbessern. Und jetzt haben wir nämlich auch hier in der auf der untersten Karte des Decks haben wir die 7 der Stäbe. Und das ist halt so diese
Ja, wie soll ich sagen, ne? Man hat immer die Angst oder das Gefühl, dass einem was weggenommen werden kann. Ne? Man ist halt von Haus aus oder grundsätzlich hier erstmal verletzt. Und das sind meistens Verletzungen, die in frühester Kindheit stattgefunden haben. Weswegen man hier zwar immer Ausschau hält nach einem Date, nach einem Mensch, nach einem potenziellen Herzensmenschen, ne? Aber im Grunde genommen will man einfach hier nur so eine schöne Zeit haben, ohne etwas dafür zu tun. Und jetzt, und das ist das, was ich meine, ne? Es wirkt im Außen faul, es ist aber keine Faulheit, es ist ein Nicht-Können. Man kann es einfach nicht, weil man nichts fühlt, nicht wirklich fühlt, okay? Weil da halt auch durch diese Verletzungen ganz viel Unsicherheit und Zwiespalt ist. Das heißt, man kann sich durch diesen Herzschmerz gar nicht wirklich öffnen und auch schon gar nichts geben. Das heißt, man kann weder was annehmen noch was geben. Man wünscht sich aber trotzdem eine schöne Zeit, ne? Weil das ist das Mindeste für den Mensch oder für die Seele, egal wie schwer er ist. Aber ne, der Mensch will halt von Natur aus, dass es ihm gut geht. Und deswegen macht er gerade so viel, wie es halt für ihn geht, ne, bis zu einem gewissen Punkt. Und alles, was darüber hinaus ist, was dann zu viel ist, ist halt dann ein No-Go. Und irgendwie passt das jetzt zu dem, was ich am Anfang vom Video gesagt habe, dass jeder immer diese Infos kriegt, die wo für ihn zum aktuellen Stand seines Bewusstseins halt eben auch wichtig und richtig sind, die er auch versteht. Und hier sehen wir halt zum Beispiel, dass der Wille, etwas zu lernen, da ist, aber das Bewusstsein ist noch nicht bereit sozusagen. Und das möchte jetzt verändert werden, ne? Wir haben hier in der Hauptenergie diese Veränderung dessen. Und weil es halt so schwierig ist, in diese Kraft zu kommen, weil hier zu starker Herzschmerz ist und man dadurch halt im Außen auch eher impulsiv reagiert und impulsiv handelt und dadurch man sich aber automatisch wieder ins Aus katapultiert, weil wir sehen ja auch hier, die Sense schlägt ein in den Reiter, der Reiter, die Störche hier auf dem Hausplatz des Reiters, das bedeutet, ne, es kommt ein Cut rein nach den Treffen, nach den Begegnungen, nach dem Verliebtsein, bums, da schlägt die Sense ein und dann ist wieder Ruhe, ne, dann ist wieder Ende im Gelände erstmal. Und das hat aber was mit diesem Herzschmerz zu tun, ne? Weil es nicht weitergehen kann, ne? Weil da ist einfach eine Sperre da, das ist einfach so, ne? Dafür kann derjenige auch nichts. Wobei ich mir sicher bin, dass derjenige es oft im Außen dann halt eben auch mit Fingerzeig zu tun hat, ne? Zwecks faul und du suchst, du pickst dir nur die Rosinen raus, sozusagen. Das ist auch so ein Spruch. Du machst es dir einfach und so weiter, immer nur das, was gerade so schön ist und einfach ist. So wirkt es halt im Außen und es ist auch ganz klar und verständlich, aber so ist es nicht. Ne? Weil dieser Mensch, um den es geht, der kann einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ne? Wenn jemand etwas nicht kann oder nicht hat oder nicht weiß, dann ist es halt so. Und da sind wir dann wieder beim Thema Akzeptanz, ne? Leben und leben lassen. Oftmals ist es aber so, dass man immer auch eine Erwartungshaltung hat. Und das ist übrigens auch in dieser Konstellation so. Derjenige kann nicht, okay, über sich hinaus, kann auch nicht über den Tellerrand hinausschauen, aber er erwartet es, ne? Er erwartet Glücksgefühl, er erwartet Aktivität, Aktionen von dir oder vom Gegenüber oder generell im Außen, von anderen Menschen auch, aber selber ist man sehr, sehr eingeschränkt. Und oftmals kommt diesen Menschen halt dann dadurch auch sehr, sehr viel Verachtung entgegen. Und diese Verachtung sorgt halt eben dann wieder für diese innere Wut, wo man dann wieder impulsiv handelt im Außen und seine eigene Aktivität dann nochmal cuttet oder halt alles cuttet, ne? Es geht dann überhaupt gar nichts mehr weiter. Ne, aber damit pinkelt der sich ja selber im Prinzip ans Bein, leider unbewusst.
Hat aber im Prinzip nichts mit dir zu tun. Wichtig ist nur deine Rolle, wie du damit umgehst, okay? In dem Moment, wo du dich energetisch voll drauf reinlässt und in einen Streit womöglich reinkommst oder reingehst oder vielleicht auch selber aus dem Impuls heraus, aus der Wut heraus handelst, würde es natürlich auch deinen Herzschmerz einerseits zeigen und andererseits geht es aber auch darum, diesen Herzschmerz erstmal zu heilen, um dann in eine Energie zu kommen, die dir begreiflich macht oder die dir zeigt oder die dir sagt, okay, der ist halt so, der macht es halt so, aber hat ja gar nichts mit mir zu tun. Ich bin ja in meinem Leben glücklich, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich kann. Und dieses hat in den seltensten Fällen etwas mit dem Gegenüber zu tun. Weil wenn der scheiße ist, ich sage es jetzt extra so, ne, ich meine es natürlich nicht abwertend, dann hat es ja nichts mit dir zu tun. Aber wenn man sich mit dieser Person identifiziert, dann vermischt man auch die Energien. So, jetzt schauen wir mal weiter. Puh, da floppen sie schon. Ja, da haben wir schon wieder die männliche Energie, die rationale Energie, die kluge Energie, die Verstandsenergie. Aber auch die weibliche Energie. Lustig ist dennoch, dass wir die Klarheitsenergie haben, die Luftenergie. Sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen Form. Okay. Sehr, sehr, sehr interessant. Was haben wir hier auf der untersten Seite? Okay, da haben wir den Kummer, klar. Und dann hole ich noch mal mir hier Karten von. Ja, da ist er ja auch schon, der Herzensmensch, der scheinbar sehr, sehr männlich ist, sehr im Kopf ist. Da haben wir auch schon das Kreuz für diese karmische Verbindung. Das sind drei, die nehme ich wieder rein. Und den Bär, ja, der Bär, das was krankt, ne? Wir haben hier die Königin der Schwerter. Das ist die weibliche Polarität in der männlichen Polarität. Also Luftenergie ist klärend, rational, logisch, analysierend, forschend, gerecht, autoritär und wahrhaftig. Ne? Aber auch steht auch für das clevere Vorgehen und vor allem für Entschlossenheit. Und das möchte ich hier entstehen, sozusagen, weil das dann deine Kraft ist, dein Potenzial, was dir noch nicht bewusst ist, weil du hier impulsiv handelst und dann sozusagen selber einen Cut machst in deinen weiteren Weg, in dein Weiterkommen, weil man hier kopfgesteuert ist, nichts sehen will, ne, nicht sehen will, hört sich halt auch blöd an, weil wollen tun wir es ja nicht, aber der Kopf ist halt im Vordergrund, ne? Man vertraut eher auf den Verstand als sich selber, als seinem Gefühl und das ist sozusagen hier die Hürde, die übergangen werden muss, die überschritten werden muss, dass du hier wieder in dein Vertrauen kommen musst. Ne? Hier muss noch eine alte Wunde geheilt werden, die dafür gesorgt hat, dass du diese gewisse ja, Geisteshaltung in Sachen Liebe hast, ne? Wo du vielleicht auch sagst, ach was, Liebe ist unnötig, Liebe ist nicht wichtig, Liebe ist Humbug, Liebe, ne? Keine Ahnung was. Und das ist sozusagen eine Entscheidung, ne? Das ist eine Entscheidung fürs Leben, zu schauen, lasse ich mich auf die Liebe ein, lasse ich mich auf mein Inneres ein, lasse ich mich auf mein Seelenleben ein oder bleibe ich halt hier im Kopf sozusagen. Aber in der Hauptenergie geht es halt eben um genau diese Veränderung, die dann auch, weil man sieht es ja hier, dass er hier, der Herzensmensch,
ja, wie soll ich jetzt sagen, die dir in deinem Leben sozusagen eine gewisse Führung darstellt oder gibt, ne? Aber bei dieser Veränderung geht es um die eigene Führung, um deine eigene Führung. Aber hier ist halt dieses Denken im Kopf, dass der Mann, der männliche Part, für die Führung zuständig ist. Und weil das nicht so ist und weil wir gerade in dieser Energiequalität sind, genau das zu verändern, dafür steht die Evolution, in der wir gerade sind. Die Führung für das eigene Leben zu übernehmen, was halt natürlich auch mit Verlustangst hier, ne? Wir sehen es mit den Mäusen, das ist eine Art Verlustangst, weshalb man in einer Beziehung bleibt, weshalb man in einer Beziehung aber auch gefangen bleibt. Und der Hauptgrund natürlich ist halt die scheinbare Führung, die wir durch Glaubenssätze, durch unsere Kindheit halt ebenso aufgenommen haben, weil man halt gedacht hat oder denkt, dass es halt so sein muss, so sein soll. So hat man es beigebracht bekommen, sozusagen. Und ja, und jetzt geht es um diese karmische Entscheidung als Lernaufgabe und Lebensaufgabe, sich für sich selber zu entscheiden, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, den männlichen Part, die männliche Polarität in sich selber zu erwachen lassen, okay? Und quasi Entscheidungen für sich selbst zu treffen, ohne Rücksicht auf Verluste. Genau, so einfach ist es, weil wir haben hier den König der Schwerter und die Königin der Schwerter, ne? Und die Schwertenergie ist die Luftenergie, die ist nach mir die Sintflut, okay? Die fegt einfach alles weg, damit es endlich mal wieder sauber ist und gereinigt wurde. Und bei dieser Reinigung geht es eben um die Denkweise, die man zum Herzensmensch hat in Bezug auf die Liebe, ne? Liebe heißt nicht, dass ich geführt werde. Liebe heißt nicht, dass irgendjemand oder irgendwas eine Führung übernimmt, sondern Liebe heißt einfach sein. Okay? Dass man einfach sein kann, ohne Vorstellungen, ohne Erwartungen und vor allem ohne Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist diese Situation, in der du jetzt steckst, eine schicksalshafte, karmische Situation, die dich von diesem Glaubenssatz befreien will, um dir auch zu sagen, diese Verlustangst, die du versuchst mit diesem Herzensmenschen zu deckeln, die gibt es gar nicht, diese Verlustangst, weil der kann dich ja so oder so verlassen. Okay? Und wenn ihr gerade getrennt seid, dann hat er dich gerade verlassen und du leidest logischerweise. Es raubt dir Kraft und Energie im Prinzip, aber du musst sie dir wieder zurückholen, weil du verstehen musst, dass nichts und niemand für dich hier dein Leben leben kann, auch nicht deinen Herzschmerz aufheben kann im Prinzip und auch keiner dieses Leben leben kann, was aus diesem Herzschmerz resultiert, weil aus diesem Herzschmerz entsteht Frust, Wut, Hass, okay? Was zwar eigentlich traurig ist, wandelt sich aber durch diese explosionsartige Emotion in Wut und Hass und sieht im Außen dann wütend aus, ist aber im Prinzip eine Verletzung innerlich. Na? Und das ist sozusagen hier deine Lernaufgabe, aus diesem Herzschmerz rauszugehen, also beziehungsweise alten Herzschmerz zu heilen, damit du hier deinen eigenen Wachstum nicht selber boykottierst, weil du boykottierst ja diesen Schmerz, diesen deine eigen dein eigen deinen eigenen oh Mann, deutsche schwere Sprache, deinen eigenen deine eigene Leichtigkeit boykottierst du damit selber, deinen eigenen Werdegang, deine eigene Veränderung sozusagen ins Positive.
Und das ist natürlich nicht gerade klug, weil man sich hier, wie gesagt, selber ans Bein pisst, weil man sich halt auch dagegen strebt, ne? Man ist halt hier im Kopf, beziehungsweise hat die eigenen Glaubenssätze und die boykottieren oder blockieren halt dann dementsprechend auch alles. Und deswegen ist diese schicksalshafte Verbindung zu diesem Herzensmenschen, der dich quasi beherrscht, okay, was dir selber Kraft und Energie raubt und du dich um deinen eigenen Wachstum bringst. Und das ist natürlich blöd. Und deswegen geht es hier um eine Befreiung. Da du ja hier durch deinen Herzensmenschen, der vermutlich hier ein Wasserzeichen, ein Luftzeichen sein könnte, muss aber nicht. Vielleicht seid ihr hier auch beide Luftzeichen und ne, kommt hier explosionsartig aufeinander zu und dann kracht es ganz gewaltig, weil der eine das Spiegelbild des anderen nicht ertragen kann, zum Beispiel, muss aber auch nicht sein. Fakt ist einfach, dass hier im Prinzip beide leiden, ne? Du sowohl als auch er. Beide haben Verlustangst, auch nochmal hier mit den Mäusen zu sehen. Generelle Sorgen, man fühlt sich generell unglücklich, also gerade im Moment auch Liebeskummer, oder man ist einfach enttäuscht, oder man trauert immer noch einer alten Liebe hinterher, dann wäre das ein Indiz dafür für diesen Herzschmerz. Oder man hat halt einfach aktuell das Gefühl, man ist alleine, man findet alles traurig, man findet alles schade. Und man wünscht sich einfach nur, oder sagen wir es mal so, die Lösung wäre jetzt hier in dieser Energie einfach nur die Klarheit in einer Beziehung oder in dieser Beziehung. Und die Klarheit ist hier ganz klar, der hier, dein Herzensmensch, dein Gegenüber, ne, wie man hier sieht, hat halt auch dieses Thema von Verlustangst, ist ihm aber halt nicht bewusst, ist ihm selber auch nicht klar. Und hat halt jetzt sozusagen erstmal mit dir so eine richtige karmische Beziehung, eine toxische Beziehung, würde ich sogar sagen, die ihm natürlich Kraft und Energie total raubt und er womöglich gerade total am Ende ist, würde ich sagen, also überhaupt gar nicht in seiner Kraft und ihm jetzt im Prinzip nichts anderes übrig bleibt, als sich zu entscheiden, diese Verlustangst zu heilen, diese alte Verletzung sich nochmal anzuschauen, um sich dann davor zu befreien und vor allem sich selber auch eingestehen, dass die bisherige Geisteshaltung aus dem Verstand heraus halt eben auch dafür gesorgt hat, dass hier schöne Zeiten immer nur sehr kurzfristig waren und nicht lang anhalten konnten, weil halt einfach auch ne, deine Unsicherheit dem anderen gegenüber waren seine oder sind seine Unklarheiten dir gegenüber. Was aber faktisch ist, und das ist das Beherrschende, diese herrschende Energie über euch beide, da auch gar nicht tiefer gehen zu können, tiefer gehen zu wollen, was ich vorher schon sagte, nicht über den Tellerrand hinausschauen können wollen, oder halt zwischen den Zeilen lesen zu können wollen. Es ist immer eine Wollensenergie und nicht Könnenenergie hier in der Situation, weil man auch hier mit dem Gehängten einfach auch nicht weiterschauen möchte. Okay? Dass man sich hier selber boykottiert, weiß ich nicht, ob das jemandem bewusst ist. Ich glaube nicht, weil die Augen sind ja auch verbunden. Und dann wäre hier auch sozusagen dieses schicksalshafte Erlebnis nicht möglich oder nötig, was hier womöglich auf dich zukommen wird oder schon war, je nachdem, in welcher Zeitenergie ihr gerade seid oder ne, wir sind, wie auch immer. Weil durch diesen Schicksalsschlag kommt dann auch die Erkenntnis über die Gefühle und somit kommt auch ein Neubeginn in dein Leben. Durch diese Veränderung, durch diese Erkenntnis, weil du dann natürlich von diesem ganzen Mist hier, sage ich jetzt einfach mal so, loslässt
und endlich neue Wege einschlägst, neue Wege gehst. Und was hier halt auch interessant ist, ist, dass du sozusagen immer noch schaust in das, was war, und er hier sozusagen in die Zukunft schaut. Das heißt, diese positiven Veränderungen, dieser Neubeginn, diese Erkenntnis auf die Gefühle trifft jetzt hier in dieser Legung auf ihn zu, weil er wieder, er holt sich seine Kraft und Energie zurück und er weiß, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als die Sicht auf die Dinge zu verändern. Er weiß, dass er vielleicht in der Vergangenheit, es geht ja nicht um richtig oder falsch zu sagen, ich habe was falsch gemacht, ich habe falsch gehandelt, sondern es geht nur darum zu erkennen, dass der bisherige Weg ja scheinbar auch nicht wirklich gut war, weil sonst wäre man ja nicht in der Situation. Und erkennt, dass dieser Schicksalsschlag, der entweder passiert oder schon passiert ist, dass der zweifellos etwas mit dieser Geisteshaltung und auf die Sicht der Dinge hat. Und nur dadurch kann man ja auch wachsen, okay? Das heißt, man kann nur wachsen durch Herzschmerz, wenn man ihn zulässt, wenn man selber reflektiert, wenn man nach innen geht. Warum, wieso, weshalb und wieso? Oder wie habe ich eigentlich in der Vergangenheit gehandelt, worauf nur dies oder jenes passieren konnte? Denn oftmals bemerkt man selber gar nicht, was das eigene Handeln für eine Wirkung auf den anderen hat. Weil jeder sieht das Leben, die Situationen, die Gegebenheiten mit seinen eigenen Augen. Okay? Und da kann natürlich auch großes Missverständnis entstehen, weil der eine sagt, hä, das ist doch ganz klar, das ist doch wegen dem und dem passiert. Und der andere sagt, boah, das hätte ich jetzt nie von der gedacht, dass sie sich das erlaubt. Und der andere denkt dann einfach nur so, hä, das habe ich doch gar nicht so gemeint, okay? Weil jeder hat eine eigene Sichtweise und das ist das ganze Problem an dieser Sache, ne? Aber was hier eindeutig ist, ist halt, dass hier so eine herrschende Energie ist. Er, meiner Meinung nach, ist sich dessen mehr bewusst in der Zukunft, zumindest schon mal in Gedanken. Und du zum aktuellen Zeitpunkt scheißt halt da eher drauf, ne? Das ist so, hat auch so eine Sturheit-Energie, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Ja, ne, man sieht es auch hier. Hier spiegeln sich die Karten. Das heißt, man ist immer noch in der Verletzung, man ist in der Wut, man handelt wütend, impulsiv. Und das ist dann auch das, was einem wieder Kraft und Energie raubt. Aber in dem Fall, und mal die Karten hier wegmachen, die ich da draufgelegt habe. In dem Fall kommst du aber auch deiner Lernaufgabe näher, denn diese ist, alte Verletzungen zu heilen, damit man nicht mehr impulsiv handelt und auf die Dauer gesehen auch in seiner Kraft und Energie ist. Ne? Und dann auch wieder in seine Stabilität zurückkommt, damit quasi, jetzt warte mal, so war's, ja. Es kommt also die Erkenntnis, dass hier man Herzschmerz hat und man nie wirklich die Gefühle ausgebreitet hat oder ausbreiten konnte. Und dann wird es auch schnelle, rasante, positive Veränderungen in Sachen Verbindungen und Beziehungen geben. Die mit Sicherheit aber auch noch eine ganze Weile gehen mit den 7 der Münzen, weil die 7 der Münzen ist halt auch die reife Phase, die sehr, sehr langsame Entwicklung. Aber es geht auch darum, dass man in eine erfüllende Beziehung kommt. Die steht auch für Wachstum, die Karte, für Fruchtbarkeit generell und auch für Geduld schlechthin. Ne? Es könnte jetzt hier auch um eine Schwangerschaft gehen mit dem Baum in der Konstellation, weil der Baum steht für Wachstum, für Fruchtbarkeit und die Karte steht auch für Schwangerschaft, muss aber jetzt nicht sein. Ne? Also nicht darauf fixieren. Es ist einfach ein Reifeprozess in dieser Verbindung, für die ihr gerade schaut. Ne? Und was auch wichtig ist, ist immer dazu zu sagen, dass es immer um die eigene
Ablösung der eigenen karmischen Anhaftungen geht. Es geht nie um den anderen Mensch, es geht nie um den Seelenpartner, es geht nie um den Herzensmensch. Es geht immer nur um das, was er in dir auslöst, weil da noch etwas an dir haftet, was nicht zu dir gehört. Ne? Karmische Anhaftungen sind Dinge, die nicht zu dir gehören, die dir das Leben schwer machen. Und das können wir nur durch andere Menschen sehen oder merken, fühlen, ne? Diese innere Diskrepanz. Aber es ist die eigene innere Diskrepanz und nicht, es ist niemals der andere schuld, okay? Nie, nie, nie. Es ist gar keiner schuld sowieso, ne? Aber es ist eine Diskrepanz, die du in dir hast, die aufgelöst werden möchte, die gesehen werden möchte und die aufgelöst werden möchte. Und das ist unter anderem halt hier auch die falsche Geisteshaltung. Irgendwas stimmt hier nicht. Das war vorher anders, oder? Ich glaube, das war so. Und dieses Licht wird dir aufgehen, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie es die Karte halt auch hier sagt, damit es einen Neubeginn auf Herzensebene geben kann, damit es einen Neubeginn in puncto Gefühle, Emotionen geben kann, weil die ja hier verschnürt sind. Ne, das heißt, dieser Prozess ist wichtig, damit dieser Schmerz aufgelöst werden kann, weil dieser Schmerz ist, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber ich sage es jetzt einfach mal, ist verantwortlich für diese impulsiven Handlungen. Und erst wenn der Schmerz aufgelöst ist und man nicht mehr aus der Wut oder der Trauer heraus impulsiv handelt, dann dann kommt ein gewisses Vertrauen in dich rein, wo du nicht mehr wütend reagierst oder traurig reagierst oder ängstlich reagierst, auch hier mit den Verlustängsten. Und dann kommt halt dann auch das Vertrauen. Und somit kommt dann das Vertrauen auch in Herzensangelegenheiten. Ne? Mit dieser Karte halt auch nochmal. Zwar langsam, 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 es ist nun mal ein langsamer Prozess, aber ich habe es ja schon am Anfang des Videos gesagt, die eigene Reflexion, die eigene Heilung, das eigene nach innen schauen ist immer die größte Herausforderung eines jeden von uns und deswegen wird sie auch so gerne gemieden. Deswegen nimmt man lieber Herzschmerz in Kauf und nimmt lieber in Kauf, wütend zu reagieren, weil das Innenschauen, nach innen gehen oder die Selbstheilung halt einfach auch eine Herausforderung ist. Es ist anstrengend, wenn man sich richtig, richtig mies fühlt und einfach nichts machen kann und sich nicht ablenken kann und einfach durch diesen Schmerz durch muss, ne? Aber das ist ungefähr so, wie wenn du, je nachdem, ob du lieber gerne durch Wälder läufst oder Bergsteigen tust, es geht immer erst durch ein Tal, bevor es auf die Spitze geht. Und dieses Tal ist in diesem Fall das Tal der Traurigkeit, das Tal der Traurigkeit, alten Schmerz nochmal, den man schon längst verdrängt hat oder nie wieder dran denken wollte, dass der nochmal auffloppt, dass der nochmal hochkommt und dass man ihn dann wirklich, wirklich bewusst verabschiedet und dann bewusst sich entscheidet für den neuen Lebensweg. Und sich bewusst macht, dass das hier einfach eine Befreiung ist der eigenen Gedanken. Ne, es sind immer nur die Gedanken, die dich einengen. Ne, die dich nicht über den Tellerrand hinausschauen lassen. Und das hast du aber selber in der Hand. Aber dazu braucht es Vertrauen. Und das möchte hier auf jeden Fall alles kommen. Ne? In diesem Sinne, meine Liebe, mein Lieber, bis bald, bis zum nächsten Video. Ach so, ja, und was ich sagen wollte noch, es kommt natürlich auch hier zu Treffen und Begegnungen. Ne? Aber die Frage ist halt immer, was du daraus machst. Ne? Kommst du wieder hier in die Wut? Und sagst, boah, du warst so lange nicht da und hast mich im Stich gelassen, hast mich verletzt und so weiter und so weiter. Was dann wiederum eine falsche Anschuldigung wäre, weil er hat dich nicht verletzt, sondern du hast ja diesen
Herzschmerz schon in dir drinnen. Und könntest dir natürlich dann hier wieder einen Cut selber reinreizen. Okay? Das ist auch noch eine ganz wichtige Botschaft hier, die ich fast vergessen hätte, weil ich ja schon wieder viel, viel tiefer drinnen bin. Aber es kommt hier tatsächlich zu Treffen und Begegnungen und auch wieder Gefühle floppen wieder auf. Aber da kommt auch wieder ein Cut rein. Okay? Das heißt, ne, das ist so eine karmische Sache, ein Auf und ein Ab. Ja, es dauert halt alles seine Zeit, bis dieses Karma, bis dieser Herzschmerz halt geheilt worden ist. Und so lange geht halt auch der Prozess. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Deine Sandra.